Hallo und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru und herzlich willkommen im Train Sim World 2020. Wir warten ja alle auf Train Sim World 2. Da werden wir uns die Zeit hier ein bisschen vertreiben mit einer Strecke, die wir bislang noch nicht gefahren sind, nämlich auf dem East Coast Way. Eine Strecke, mit der ich persönlich einige Erinnerungen verbinde. Dazu aber später. Ich war in letzter Zeit kaum oder gar nicht on air, beziehungsweise aber auch nicht gestreamt. Das wird sich in nächster Zeit wieder ändern. Da gab es einige private und auch berufliche Probleme, ja auch durch den Coronavirus. Und ja, ich werde mal versuchen, jetzt wieder mal so ein bisschen regelmäßiger was rauszuhauen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Würde mich sehr freuen. So, ja, East Coast Way. Wir werden zum Anfang mal eine kleine knackige Tour machen. Dauert nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Einfach, um mal wieder warm zu werden. Und ja, auf dem East Coast Way. Und ich denke mal, die französische Verbindung, das wird die Verbindung zur Fähre sein, zur englisch-französischen Fähre. Und ja, steigen wir einfach mal ein und legen los. Ja, Train Sim World 2. Sollte ja eigentlich am 6. August schon rauskommen. Jetzt ist es der 20. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja ewig genörgelt. Ihr kennt mich. Ihr wisst es bestimmt. Ich wollte immer ein ICE endlich haben. Jetzt kommt er endlich, der ICE 3 auf einer Schnellfahrstrecke. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, welche Strecken man importieren kann. Es sollen nicht alle sein, aber aus dem alten Train Sim World soll man die meisten Strecken importieren können in Train Sim World 2. So, aber wir fahren jetzt erstmal die französische Verbindung. Und da ist er schon. Sehr schöne Triebwegen. In Lewes sind wir. Ein Zug mit Fähranschluss ist aus London angekommen und sie sind mit der Fahrt des letzten Abschnitts bis zum New Haven Harbour beauftragt. Okay. Können wir schon los? Ja. Setzt sich in den Führersitz, aber gerne doch. Ah, das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Das fühlt sich gut an, wieder da zu sein. So, ach so, da kann ich ebenerdig rein. Das ist natürlich klasse. Ich finde die Triebwagen toll, allerdings haben die eine relativ eingeschränkte Sicht. Das finde ich ein bisschen schade, gerade weil die Landschaft auf dieser Strecke so geil ist. So, jetzt bereiten wir den Zug mal vor. Wie gesagt, ich habe da sehr persönliche Erinnerungen an diese Strecke. Dazu gleich mehr, wenn wir fahren. So, lass mal die Fahrgäste einsteigen. So, da kann ich ja ein bisschen erzählen, während die einsteigen. Ich habe in meiner Kindheit, Jugendzeit einige Zeit in England verbracht, also für Sprachurlaub etc. Das Ganze war immer so auf dieser Ecke genau, nämlich in Poole, Worthing und eben Brighton. Und das ist die Ecke, auf der wir uns jetzt bewegen. Und ich habe da noch sehr starke Erinnerungen dran. Man konnte zum Beispiel von Worthing nach Poole laufen, und zwar am Strand entlang. Einfach nur am Strand, und man war in der nächsten Stadt. War klasse. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Worthing auch mit dabei ist oder ob das jetzt in die andere Richtung wäre. Aber ich lasse mich da mal ganz einfach überraschen. Ich denke mal, auf der Strecke werden wir das jetzt nicht sehen. Aber vielleicht ja mal später. So, wir sind abfahrbereit. Und ja, ich fahre jetzt das erste Mal den Zug, also bitte Contenance, falls ich hier einen Fehler mache. Ey, ich muss da echt wieder reinkommen, Leute. Aber zum Glück sind das Züge mit einem Kombihebel, also normalerweise dürfte ich da jetzt nicht allzu viel falsch machen. Also theoretisch. Also Poole Worthing und Brighton, das sind also so die klassischen Touristen-Badeorte, aber auch Industrieorte in England. Holla! 10 Kilometer bis zur nächsten Haltestelle, okay. Nee, und das ist, also da ist wirklich alles mit drin. Und deshalb ist das auch eine sehr interessante, auch optisch interessante Strecke. Und wenn wir jetzt unsere Reisegeschwindigkeit erreicht haben, werde ich mal in die Außenansicht gehen. Wie gesagt, also die Sicht hier in dem Triebwagen ist sehr eingeschränkt. In dem 3774, das ist das Wägelchen, in dem wir hier fahren. Also wie gesagt, die Sicht hier nach vorne und zu den Seiten ist leider sehr eingeschränkt. Gut, gehen wir mal in die Außenansicht. Da sehen wir schon dort. Guckt euch mal die Landschaft an. Das ist einfach nur schön. Ich zoome da auch mal so ein bisschen raus. Na, ich habe so auch so ein bisschen das ländliche Flair von Großbritannien.
Geschwindigkeit ein bisschen verhaspelt. Aber okay. So. Aber läuft. Das ist tatsächlich nur eine Haltestelle. Ich glaube, hat er nicht gesagt, New Haven Harbor, das ist unser Ziel. Das ist wirklich nur eine Haltestelle. Ich bin da jetzt viel zu schnell über die Weiche drüber. Ich war jetzt total abgelenkt, sorry Leute. Jetzt geht schon wieder hoch in der Leistung. Leute, es ist wieder hoch und runterschalten. Ey, ich muss mich da echt wieder dran gewöhnen. Ich muss da wieder so ein bisschen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, mich so zu konzentrieren beim Spiel. Ne? Also man. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt in nächster Zeit so langsam das Ganze wieder hochfahren mit YouTube-Videos, aber auch Twitch-Videos, nicht vergessen, Videos, Livestreams natürlich. Na, also schon mal vormerken, es geht bald wieder rund auf Twitch.tv /PeruPlays. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Soweit möglich werde ich die Streams ankündigen, wenn es nicht gerade wie mal ein Spontan-Stream ist. Falls ihr abonniert habt, seht ihr es natürlich sowieso, wenn ich gerade live on air bin. Und ich hoffe sehr, ihr seid mit dabei, sowohl auf Twitch als auch natürlich hier auf YouTube. Ah, der ist unheimlich leise, der Triebwagen, ne? Das ist richtig angenehm. Also ganz gut, also ich habe jetzt also auch die Sicherheitssysteme nicht aktiviert. Scheint auch ganz gut gewesen zu sein, bis ich wieder so ein bisschen drin bin in der ganzen Materie hier. Ich möchte auch gerne mal wieder so ein bisschen die Fahrsimulation, also auch den Bussimulator wieder mal rauskramen. Da gibt es ja jetzt auch neue Sets, neue Bussets, die werden wir demnächst auch mal fahren. Wie gesagt, sowohl hier als auch auf Twitch, sofern das die Zeit jetzt auch zulässt. Ich muss da echt wieder aufmerksamer werden. Ich bin jetzt schon zweimal, also volle Möhre, über die Geschwindigkeitsbegrenzung rübergedasselt. So, Gott sei Dank, die letzten 3,7 Kilometer kann ich jetzt einfach mal so weiterfahren. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht wie so ein Meteor in die Station krache. Nein, wird nicht passieren. Also, ich glaube, das schaffe ich noch. Was ich ja sehr interessant finde, wo wir eben auch schon gerade beim Thema Train Sim World 2 waren, soll ja scheinbar auch einen Mehrspielermodus geben und einen Kreativmodus. Ich frage mich, wie beides aussehen soll, beziehungsweise auch beides auch tatsächlich für die Konsolen verfügbar sein wird, weil wir, also ich, zocke das Ganze ja auf der PS4. Und es gibt ja auch leider keine Informationen, wie das aussieht mit Upgrade, Downgrade zur PS5. Also das sind natürlich alles so Themen, die uns als Eisenbahner natürlich brennend interessieren. Sobald ich da mehr weiß, werde ich euch das natürlich gerne wissen lassen, hier auf dem Kanal. Ja, bei Train Sim World 2 soll es ja auch eine neue Fahrengine geben, dynamischere Wolken, dass das Ganze noch realistischer aussieht. Also da wird viel versprochen. Ich habe bis jetzt nur so Bilder und kleine Shortcuts gesehen. Das sieht alles gut aus. Wie gesagt, ich habe es eben zum Anfang des Videos auch schon angesprochen. Einige Strecken soll man ja auch übernehmen können von dem ursprünglichen Train Sim World. Allerdings nicht alle. Ja, da müssen wir mal sehen. Stark unterbremsen hier. Auf 56 km/h. Also diesmal, komm, einmal will ich hier bei meiner ersten Fahrt nach der langen Pause nicht versemmeln. So. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt hier alles verlernt, ne? So, das sieht doch gut aus.
Ja, ich habe auch ein bisschen neues Rollmaterial besorgt, was wir demnächst mal fahren wollen. Zum Beispiel für die Long Island Railroad die M3, das Vorgängermodell der M7. Also da wird es richtig klassisch, da werden wir mal mitfahren. Und ich habe mir die Baby Bullet geholt für die amerikanische Strecke. Und ich glaube, das wird eine ganz witzige Sache. Zumal ich auch glaube, dass das Ganze ein bisschen bedienungsfreundlicher ist als die Original-Loks, die ich zwar liebe, diese klassischen Loks, amerikanischen Loks, aber ich finde die von der Bedienung ziemlich unhandlich. Ne? Also da werden wir die Strecke auf jeden Fall mit der Baby Bullet mal fahren. Und wie gesagt, wenn ihr da auch Lust habt, dann seid wieder mit dabei. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt und ihr es vielleicht kommentiert. Über ein Like freue ich mich natürlich auch und umso mehr natürlich auch über ein Abo, wenn ihr mögt. Und dann verpasst ihr natürlich auch keine der neuen aktuellen Folgen und könnt euch natürlich auch die älteren Folgen ansehen, die es bereits natürlich schon gibt und die ihr euch jederzeit angucken könnt. So, das ist schon New Haven Harbor. Und ich glaube, wir sind sowas von gut in der Zeit, Freunde. So, jetzt nicht zu stark abbremsen. Hallo! Ja, gut, das ist okay. Ja, könnte sogar eine Punktlandung werden. Na, komm, 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 komm. Ja, fast. Auf 6 Meter. Bitte, Freunde. Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Die Fähre nach Dunkirk ist gegenüber vom Bahnhof angedockt. Reisende können sich nun dorthin begeben und darauf vorbereiten, an Bord zu gehen. Sehr schön. So, sollen wir die Leute jetzt nicht rauslassen oder so? Oder dürfen die Fähre nur angucken? Ich sehe die jetzt gar nicht. So, jetzt machen wir mal die Tür auf. Wo ist denn die Fähre? Ist bestimmt auf der anderen Seite. So, mal schnell in die Außenansicht. Wo ist denn? Hä? Da ist sie! Da ist die Fähre. Da warten sie schon, die Kollegen. Auf Einlass. So, und wir stehen da. Genau. Auch schön, ne? Mit den Möwen und Wellenrauschen. Richtig schöne Atmosphäre. So, wir müssen jetzt warten bis 9:12 Uhr. Warum auch immer. Also eigentlich sollte ja die Strecke hier schon ja durch sein, abgefrühstückt sein. So, schnell mal die Stimme ölen hier. Also das ist bestimmt eine Strecke, die ich öfter, also auch mal so privat offline spielen werde. Gefällt mir sehr gut. Also zum einen das Rollmaterial und natürlich auch die Strecke selbst wieder hier. Also wie gesagt, das ist ja wirklich sehr schön und wie immer sehr detailverliebt. Und ich habe schon wieder so ein bisschen das Great Britain-Gefühl, das ich damals auch hatte, als ich ja, in England war und auch mit diesen Zügen gefahren bin. Damals allerdings, muss ich ehrlich sagen, nur die Vorgängermodelle. Ne? Das war so 90er, ne? Also Ende 80er, Anfang 90er. Sorry, jetzt sind wir aber gleich soweit, oder? 9:11 Uhr und 50 Sekunden gleich. Was ich ja grundsätzlich liebe an den englischen Strecken, das sind eben halt zum einen die Landschaft und auf der anderen Seite natürlich diese wunderschönen, teilweise historischen Bahnhöfe. Brighton zum Beispiel, ein sehr schöner historischer Bahnhof, den werden wir mal bei einer späteren Fahrt uns auch genauer anschauen. Jetzt müsste eigentlich unsere Mission gleich abgeschlossen sein. Es sei denn natürlich, wir müssen den Zug noch abstellen, das weiß ich nicht, was da vorgesehen ist. Wie gesagt, also ich habe diese Strecke noch gar nicht gespielt. Ich spiele sie sozusagen jungfräulich mit euch hier. So, Türen verriegeln. Zack. Sind wir sogar noch vor Fahrplan angekommen. Das war's für diese Fahrt. Danke für die Hilfe. Ja, hallo, das ist Dienstplan. Dienst ist Dienst nach vorne. Können wir ja zum Abschluss hier nochmal so einen kleinen Blick in den Triebwagen werfen. So. Ja, und hier ist nochmal die Bewertung für unsere Fahrt. Ja, das war jetzt erstmal so ein kleiner Einstieg wieder in Train Sim World.
Ich fiebere mit euch auf Trains in World 2. Wenn es bei mir finanziell drin ist, wird es dann auch relativ schnell mit auf diesem Kanal bzw. auf Twitch zu sehen sein. Und liebe Freunde, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like und wenn ihr noch wollt und lustig seid und mich auf Dauer ertragt, dann bitte auch gerne ein Abo. Dann verpasst ihr keine der neuen Folgen und könnt euch die alten Folgen auch alle in Ruhe nochmal anschauen. Und wie gesagt, auch ein Blick auf den Twitch-Kanal wird sich demnächst wieder lohnen unter twitch.tv/PeruPlays. Ich bin der Peru, danke fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal.